Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Rüsselsheim, heute habe ich den Achim Weidner eingeladen. Den Achim kennen viele, war ja schon vor der vorletzten Wahlperiode war er im Parlament. Dann hat er die letzte Wahlperiode war er außerhalb, aber hat kräftig gewirkt. Und ich will eine Neuheit verraten, ich weiß nicht, ob es die anderen wissen. Wir hoffen mal und wünschen mal. Ich wünsche mir jetzt, dass er im neuen Parlament wieder anwesend sein wird. Ich bin der Uli Biedert und es ist die Sendung Horizonte. Und ich frage mal den Achim zuallererst mal. Jetzt warst du sechs Jahre nicht im Stadtparlament, warst aber ein ganz treuer Begleiter, hast Radio Rüsselsheim übertragen, hast immer wieder was ins Internet gesetzt. Wie hast du denn die letzten 6 Jahre erlebt? Naja gut, die waren ja einmal gekennzeichnet durch den Hessentag, die Abwahl vom Oberbürgermeister Burkhardt und einer neuen Stadtverordnetenversammlung, auch mit teils neuen jungen Leuten, die sozusagen ja auch erstmal ihre Meriten verdienen müssen. Wie ich die erlebt habe? Naja, jetzt nähert sich die Wahlperiode im Ende und eine allgemeine Müdigkeit ist da drin. Und was ich natürlich sehen muss, das muss man in Erinnerung rufen, die Koalition, die es dort am Anfang gegeben hat, WSR, Linke, SPD und Grüne, war ja im Grunde genommen keine inhaltliche, sondern es war gegen Burkhardt gerichtet. Dann hat man sich zusammengetan, hat dann Udo Bausch auf den Schild gehoben, weil die Genossen keine qualifizierte Person auftreiben konnten. Und dann war Udo Bausch, der redlich seinen Job macht, im Amt. Und dann konnte man wie beim Zerfall von Materie erkennen, wie dann die WSR abgefallen ist, die Linke sich zerlegt hat und am Schluss jetzt eine Müdigkeit da ist. Und wie gesagt, die Wahlperiode geht zu Ende und jetzt werden neue Programme gemacht, teilweise neue Leute. Und dann wird man sehen, wie die Stadt sich so neu sammelt. Und das Zweite wird ja auch sein, je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, dann wird ja wohl ein Dezernent möglicherweise mit einer Abwahl rechnen müssen. Also man stellte sich vor, es gibt eine schwarz-grüne Mehrheit, dann weiß man, dass da ja ein Posten frei wird und umgedreht genauso. Also da glaube ich schon, dass da Bewegung drin sein wird. Und das wird ja auch so unausgesprochen das Salz in der Suppe dieser Kommunalwahl sein. Und dann natürlich im Hinblick schon auf die Oberbürgermeisterwahl, die dann in, glaube ich, in 2,5 oder 3 Jahren folgt. Frage, jetzt sagen wir mal erstmal, hat denn, ich meine, ich sage jetzt mal, das gesamte Stadtparlament, egal wer Opposition, haben sie denn was Gutes gemacht? Könntest du was Gutes benennen, was in den letzten Jahren zustande gekommen ist? Ja, also wie gesagt, ich würde mal sagen, es gibt ja rund 700 Drucksachen. Und die meisten sind ja einstimmig gemacht worden, weil sie jetzt auch nicht schwierig waren. Man muss erinnern, es gab ja 2015 die Flüchtlingskrise. Es wurden ziemlich viele Leute in Rüsselsheim in diesen dezentralen Asylunterkünften untergebracht. Das heißt, man hat relativ wenig Spannung in Rüsselsheim mitgebracht. Das würde ich als Anerkennung auch der gesamten Stadtverordnetenversammlung zollen, die haben ja das dann irgendwie alle hingekriegt mit ein paar Kritiken an den Standorten. Das würde ich denen jetzt mal als positiv ins Bild schreiben. Ich würde auch insgesamt sagen, jetzt die Schulbauprogramme, wir hatten ja dann diesen Ärger mit der Gerhard-Hauptmann-Schule, ich glaube, das war die Wahlperiode davor, da ist ja jetzt viel im Umbruch, denn wir sind ja ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen sinken und das ist natürlich nicht der Fall, sie steigen aus verschiedenen Gründen und dort wird es natürlich jetzt große Bauprogramme und vor allem auch Sanierungsprogramme geben. Denn wenn man durch die Stadt fährt, ob das Straßen sind oder öffentliche Gebäude, sie sind teilweise in einem jämmerlichen Zustand. Ja. Aber wie gesagt, ich würde sagen, die Leute bemühen sich. Man muss immer sagen, das sind Leute, die ihre Zeit opfern, ja, für das Gemeinwesen. Und das sollte man immer auch mit einem gewissen Respekt denen begegnen, auch bei inhaltlicher Kritik, wenn Entscheidungen einem nicht gefallen oder sie nicht gut begründbar sind. Aber ich glaube, die haben ihren Job gemacht, es hören einen Teil auf, es kommen neue Leute und dann fängt das Spiel von vorne an. Ganz wichtig ist mir ja immer auch die ökologische Frage. Gab es, was Ökologie anbetrifft, günstige Entscheidungen oder auch ganz ungünstige? Wie siehst du denn so die Ökobilanz dieser letzten Jahre? Also da muss man ganz sagen, die Ökobilanz der Welt wird nicht durch Blumenkästen im Rathaus. Das ist eine symbolische Handlung, das kann man so machen. Man muss ja gucken, das sind ja die großen Vorgaben, die von der Europäischen Union kommen, was Feinstaub betrifft, was Dämmung von öffentlichen Gebäuden und von privaten Wohnungen trifft. Das heißt,
Da muss man symbolisch handeln vor Ort, muss aber auch immer sagen, im Großen und Ganzen sind das Dinge, die von oben herabkommen, die sozusagen auf die ganze Europäische Union, für die Bundesrepublik, für Hessen und dann natürlich auch für Rüsselsheim gelten. Aber man muss das machen, weil vielleicht gerade in diesen Blumenkästen der eine mag drüber schmunzeln oder Blumenwiesen. Das sind aber auch Vorbildsachen. Es gibt ja, wenn man mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch Rüsselsheim geht, noch ziemlich viele Gärten, oder na, so viel sind es jetzt auch nicht, die sind einfach mit Kies zugeschüttet. Richtig, ja. Und ich würde sagen, das sind gute Sachen. Was ich aber wichtig finde, ist diese E-Mobilitätsgeschichte, die da im Augenblick so ein bisschen hakt und stockt. Ja. Aber Rüsselsheim hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man die meisten E-Zapfsäulen, sag ich mal, in die Fläche bringt. 1300 waren da vorgesehen in Zusammenarbeit mit Opel. Das ist, wie gesagt, zögerlich. Da muss man hinterher sein, dass man das, was man ankündigt, auch macht. Es gibt da objektive Schwierigkeiten, was Ausschreibung oder Lieferanten betrifft. Was ich mir aber wünschen würde, dass das Thema Elektromobilität, und zwar, ob das jetzt Wasserstoff ist oder Strom, letztendlich wird es in Elektromotoren in die Achsen in Bewegung umgesetzt, dass die Stadtverordnetenversammlung, gerade weil es ja eine Industriestadt ist, die ja mit einer technischen Hochschule daran arbeitet, mit ein bisschen mehr Leidenschaft und Elan dran geht, langsam sich geistig von V8-Motoren verabschiedet und sagt, die Zukunft liegt halt nicht im Verbrenner, sondern die liegt irgendwo mit Wasserstoff, elektrischem Strom sozusagen, Elektromobilität, und zwar im weitesten Sinne. Ja, also. Ja. Hat denn jetzt das nächste Thema, was mir ganz wichtig ist, waren denn wohnungspolitische Entscheidungen, die dir gefallen oder wegen mir jetzt auch, sagen wir, auch mal missfallen? Das ist ja die Eselswiese. Das sind Verdichtungen, die es gibt. Ja. Da gibt es ja gute Beispiele, der Gewobau unten am Wernerpark. Ja. Dieser neue Park ist, glaube ich, sehr gelungen. Das ist eine Verdichtung, das muss man sehen. Das ist jetzt nicht so, man geht in die Fläche, sondern das ist auf engem Raum, im schwierigen Gelände. Haben die da was Gutes hingestellt? Das nächste Projekt ist ja jetzt der Karstadt, da sollen ja 80 Wohnungen rein. Das ist aber auch so, die Innenstadt belebt durch Wohnungsbau und dann, wie gesagt, die Eselswiese, das ist ein riesiges Projekt. Nur eins muss man wissen, die Eselswiese wird die Wohnungsknappheit in der Rhein-Main-Region, das ist ja einer der großen Wirtschaftsräume in Europa, in der Welt, das ist sozusagen, Tropfen auf einen heißen Stein. Ja? Ich meine, man muss mal vielleicht überlegen, Thomas Jühl hier, der Bürgermeister aus der Nachbarschaft, der will ja sozusagen politisch verhindern, dass Raunheim wächst, eben mit dem Gedanke, dass die Stadt gar nicht mit der Infrastruktur hinterherkommt, das einen Haufen Geld kostet, und letztendlich geht er im Grunde genommen auf Siedlungsbegrenzung. Das ist ein ganz neuer Aspekt. Wenn in Rüsselsheim ja so unter sozialen Gesichtspunkten, unter Städtewachstum ein bisschen anders diskutiert wird. Das ist ein interessanter Gedankengang. Das ist aber jetzt für die Eselswiese zu spät in dem Sinne. Bei der Eselswiese würde ich mir wünschen, dass die an das S-Bahn-Netz angeschlossen wird, dass da zwischen Bischofsheim und Nauheim eine S-Bahn-Station hinkommt, dass das vor allem gut mit dem öffentlichen Nahverkehr angeschlossen wird. Ja, also das wird jetzt gemacht, man wird das machen. Man wird ja auch einen Großteil mit Gewerbeflächen für Industrie oder Gewerbe, also Umwelt, freundliche Industrie. Aber heute kannst du ja im Grunde genommen eine Fabrik in ein Wohngebiet stellen. Also da raucht ja gar nichts mehr. Also das würde ich sagen, Verdichtung ist eine wichtige Sache. Und man sieht natürlich auch, in Rüsselsheim findet ja auch eine Umwälzung statt. Leute gehen aus Altersgründen, sterben, ziehen weg, und es kommen neue hinzu. Die Stadt ist eigentlich jung. Deswegen ja auch das Problem mit den neuen, mit den vielen Schülern, die ja kommen neu dazu. Ja. Wie siehst du das eigentlich jetzt, weil du es eben auch angesprochen hast, ist mir auch ganz wichtig, die Nahmobilität. Das ist ja jetzt eine Arbeitsgruppe, ist da. Was denkst du denn, wie, was kann gemacht werden? Was? Begrüße ich außerordentlich. Wir hatten Enza Manino, Präsidentin vom Gewerbeverein, ich und die Franziska Weiser, das ist ja ein Rüsselsheimer Gewächs, ist Ingenieurin oder Wirtschaftsingenieurin, hat eine Firma in Berlin, die sich mit diesem Thema befasst, und die ist ja auch in dieser Arbeitsgruppe. Und das ist auch eine. Man muss sagen, die Marianne Flössheimer, das glaube ich. Ja, die hat da viel gemacht, die Marianne. Ja, was Nahmobilität, Ökologie, da hat sie wirklich sehr, sehr bemüht. Ja, man muss, wie gesagt, politisch steht es mir jetzt nicht nah, aber sie hat da ein Thema drin, man muss das auch immer anerkennen, weil jetzt egal wie die Kommunalwahl ausgeht, es müssen ja Dinge weiter fortgesetzt werden. Man wird nicht mit der Axt hergehen und sagen, weil das von der falschen
Farbe kommt, genau, braucht das nichts. Weil auch das ist ja eingebettet in eine Veränderung in Deutschland, Mobilität. Also da würde ich sagen, muss man mal ganz vorsichtig rangehen, vorurteilsfrei und gucken, was da geleistet genau worden ist. Zumal ja auch die Verwaltung da wohl jetzt mit neuen Kräften rangeht. Und das gerade bei dieser Franziska Weiser finde ich Folgendes. In Rüsselsheim haben wir ja diese leuchtenden Vorbilder. Das sind aber leider tote Leute. Ja. Ich fände es besser, wenn wir auch in Zukunft wieder bei der Kultur, da werden ja auch junge Gespinste gefördert, auch mal in den Bereich der Förderung, Unterstützung und Würdigung von jungen Ingenieuren, Forschern geht, die nicht tot sind als leuchtendes Vorbild, sondern die vielleicht unsere Rüsselsheimer Jugend, die in vielen Fällen desorientiert ist, ein Vorbild geben, dass man auch technische, innovative Berufe hat und die Welt nicht durch Plakate und Protestresolutionen verändert, sondern durch Tun. Genau. Und insofern fand ich das eine gute Sache, weil du das jetzt angesprochen hast. Es gibt diese neue Arbeitsgruppe, glaube ich, auch mit neun Leuten im Rathaus. Und ich würde das mal voll unterstützen. Wir sagen, es ist keine schlechte Sache. Ich glaube, darauf kommt es auch in den Neubaugebieten darauf an, dass wir wirklich gucken, wie die Mobilität so. Mobilität ist ja ganz wichtig. Also der Mensch will sich bewegen, der Mensch will andere sehen, was jetzt nicht so einfach ist, will hin und her, wie die Mobilität so organisiert werden kann, dass sie bezahlbar ist, dass der Kunde das auch bezahlt und zum anderen, dass nicht die Umwelt unnötig belastet. Ich will mal folgenden Gedankengang mal aufgreifen, vielleicht mal neu sortieren. Wir hatten ja jetzt am Sonntag Freie Wähler, Wahlversammlung, ich durfte da ja das erste Mal sprechen, hat so meine Gedanken auch formuliert und hatte folgenden Gedanken. Wenn man sich die großen Projekte in Rüsselsheim anguckt, Opel Altwerk, Karstadt, Eselswiesen, wie das alle heißen, dauert das von der ersten Idee bis zum Ende rund 20 Jahre. Ja. Deswegen hatte ich dort die Idee formuliert, dass wir sozusagen nicht Politik jetzt kurzatmig von jetzt auf morgen oder die Wahlperiode im Auge haben, sondern uns ja grundsätzlich mal die Frage stellen, wie soll die Stadt oder könnte die Stadt in 20 Jahren aussehen? Genau. Uli, ich bin jetzt 61. Hand aufs Herz, wie alt bist du? Ich bin 75. So, jetzt rechnen wir mal bei uns 20 drauf. Da ist der eine irgendwo mit der Urne geparkt und der andere dottelt da rum. Das heißt, ich bin dann im Himmel. Du bist im Himmel, ohne Zweifel. Das wollen wir mal so festhalten. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Wir sind jetzt ältere Herren. Ich muss mich dran gewöhnen. Ja. Und wenn wir halt mal das voraussetzen, wir haben ja kommunalpolitische Erfahrung, dann müssen wir sagen, wir müssen in einem Zeithorizont von 20 Jahren denken. Die Ideen, die wir jetzt bringen, die brauchen erst eine Zeit lang wieder Elektromobilität. Früher hat der Herr Stadtsatiriker, ich sagte E-Weidner, und heute ist Elektromobilität das große Thema. Das heißt, wenn wir über Politik reden, müssen wir natürlich Dinge des Alltags klären, Kitas und so weiter, aber immer die Frage stellen, wie könnte eine Welt in 20 Jahren aussehen? Mindestens mal für die kommende Generation. Ja, wir müssen Tagesentscheidungen treffen, aber auch immer gucken, wie könnte ein Zeithorizont sein. Ja. Ja? Und wenn du jetzt von der Mobilität redest, wird sie eine andere sein als in den 60er Jahren. Ja? Ja, es wird nicht mehr so sein, dass jeder mit dem Auto durch die Marktstraße fährt, sondern ich glaube, wenn man mal so unverdächtig guckt, so Städte wie Helsinki, Paris, Amsterdam sagen ja jetzt, gut, die haben auch teilweise Krachten oder was auch immer, man möchte den Individualverkehr in Form von Autos aus der Stadt haben. Jetzt werden aber auch die Autos der Zukunft, die sind im Augenblick voluminös, SUVs, was auch immer. Ja, ja. Deswegen sind die Parkhäuser auch so klein, möglicherweise nicht mehr diese Bedeutung spielen. Denn die Jugend, also nicht jetzt die alten, älteren Leute, die da Chevrolets noch toll finden, zum Klassiker-Treffen mit, ich bin ja auch Feinmechaniker, ich liebe Technik, aber die Technik wird eine andere sein, dass wir sozusagen fragen, was sind die Tendenzen, die Trends der Welt? Und die Trends der Welt müssen wir in unserer Stadt irgendwie halt auch mal umsetzen. Denn wir haben ein Stadt- und Industriemuseum, das sich ja mit Industriekultur befasst. Und wir haben zwar da eine Dampfmaschine stehen, aber auch einen Roboter. Das heißt, da ist ja die ganze Spannbreite von Industrie 1, 2, 3, 4, allein schon an diesen Symbolen dort zu sehen. Deswegen geistig mal freimachen, dass die Welt A eine andere sein wird. Wir noch an alten Bildern kleben. Das ist auch gut so. Das macht ja unsere Erinnerungen aus. Aber offen sein, dass eine Welt morgen, übermorgen auch eine andere sein kann. Und deswegen nochmal zurück zu dieser Franziska Weiser, die ja, wie gesagt, ein Rüsselsheimer Urgestein ist, die aber die Welt schon mal gesehen hat, die in Berlin an Wettbewerben teilnimmt, im Wettbewerb steht, Amerika schon gesehen hat, sozusagen uns erklären kann, wie die Welt da draußen ist. Viele Rüsselsheimer, auch in der politischen Klasse, die sehen da gerade bis Raunheim, da kriegen sie Pickel. Statt zu sagen, wir öffnen den Horizont, wir lösen mal diese Grenzen. Und das war dieser Gedanke, wie könnte die Stadt in 20 Jahren aussehen? Das wird Mobilität eine wichtige Rolle stehen. Aber auch das Flugverkehr wird jetzt aktuell erneut diskutiert. Ja.
der Bürgermeister aus der Nachbargemeinde, der dann dieser Fluglärmkommission ist, hat ein Papier vorgelegt. Ich kenne es noch nicht, ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob das sozusagen geknickt, gelocht und abgeheftet werden soll. Aber man sieht, überall wird aus der Krise ja eine große Chance, halt im Sinne der Möglichkeit von Verlust, aber auch der Möglichkeit von neuen Welten. Also wenn man so will, es ist immer eine Veränderung. Es ist Verlust. Genau. Immer es fließt, immer es verändert sich. Und man muss gucken, dass sich so verändert, dass es nicht zum Schlechten sich verändert, sondern zum Guten. Gut, es ist ein Nullsummenspiel, es werden Leute auf der Strecke bleiben. Ja. Und Politik muss gucken, dass die mitgenommen werden. Ja. Aber der Übergang ist immer muss ja so gestaltet werden. So, Achim, jetzt machen wir mal eine Pause und gleich kommen wir wieder. Dankeschön.